Moin und Waldmannsheil zu einer neuen Folge von Wir Jäger in Niedersachsen. Der Wolf ist zurück in Deutschland und darum stehe ich heute mit dem Wolfsbeauftragten der Landesjägerschaft Niedersachsen, Rayo Reding, im Wolfscenter in Dürfverden, um mehr über den Großräuber zu erfahren. Raul, der Nordosten Deutschlands hat mit die größte Wolfsdichte weltweit. Warum ist dies ein so gutes Habitat für den Wolf? Ja, also man muss verstehen, der Wolf ist ja eine ursprünglich heimische Tierart hier, die allein durch den Menschen eben hier verdrängt wird. Also durch die gezielte Ausrottung durch den Menschen ist der Wolf eben hier bei uns mal ausgestorben gewesen. Und er wurde eben in ursprüngliche Naturwälder oder Urwälder in Ostpolen oder in Osteuropa zurückgedrängt. So, man hat dann lange Zeit gedacht, Wölfe benötigen unbedingt waldreiche Gebiete, also sehr naturnahe oder Wildnisgebiete. Dann ist der Wolf vor 20 Jahren oder gut 20 Jahren wieder nach Ostdeutschland eingewandert. Nach dem Mauerfall dann? Genau, nach dem Mauerfall, als dann auch eben die Rechtslage sich auf europäischer Ebene geändert hat, insbesondere über Washingtoner Artenschutzgesetz, Berner Konvention und dann schlussendlich über die FFH-Richtlinie, hat es der Wolf wieder geschafft, nach Deutschland einzuwandern. Und dann hat man ganz schnell gemerkt, der Wolf, der kommt auch in der hiesigen Kulturlandschaft eigentlich ganz gut zurecht. Ökologisch gesehen hat er hier alles, was er braucht. Wir haben eine gesunde Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, die ziemlich intensiv betrieben wird. Und wir haben eben dadurch Nahrung im Überfluss in unserer Kulturlandschaft vorhanden. Und dadurch natürlich entsprechend hohe Wildbestände, die auch zum großen Teil noch sehr gesund sind. Es gibt kaum Konkurrenz oder ja, diese natürliche Selektion findet jetzt nicht mehr so statt, wie eben in Wildnisgebieten, wo nicht so viel Nahrung vorhanden ist. Und dadurch haben wir natürlich sehr hohe Wildbestände. Und was braucht der Wolf? Der Wolf braucht eigentlich nur Nahrung und ein paar Rückzugsgebiete. Auch die findet er in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft. Und das führt eben dazu, dass der Wolf bei uns in sehr hohen Dichten vorkommen kann. Okay, du machst das Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen. Wie genau sieht das aus, deine Arbeit? Ja, meine Arbeit ist eben die wissenschaftliche Erfassung der Wolfspopulation in Raum und Zeit. Das heißt, wir dokumentieren und bewerten Wolfshinweise, die bei uns eingehen und versuchen dadurch eben Abschätzungen zur Populationsentwicklung durchzuführen und eben auch Verbreitungskarten zu erstellen und viele unterschiedliche Faktoren, die eben aus dem Monitoring-Datensatz herauszulesen sind, die wir fassen wir zusammen und versuchen die natürlich auch transparent der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Warum ist diese Arbeit so wichtig? Ja, also zum einen ist es so, für FFH Anhang 4.8 ist es vorgeschrieben, dass es eine Überwachung des Populationsstatus gibt. Das geht dann eben über das Monitoring. Und das Monitoring ist beim Wolf insbesondere so wichtig, weil es sich beim Wolf um eine sehr konfliktträchtige Tierart handelt. Ne? Also Nutztierrisse sind natürlich das größte Problem, aber es handelt sich beim Wolf auch um ein Tier, was potenziell für den Menschen gefährlich sein kann. Ne? Es gibt natürlich sehr seltene Vorfälle, aber es ist nie auszuschließen, dass etwas passieren kann. Und ja, für den Menschen ist das natürlich schon eine Herausforderung, in einem Gebiet zu leben, wo es eben auch wilde, freilebende Wölfe gibt. Und da ist es wichtig, ein vernünftiges Konfliktmanagement betreiben zu können. Und das Management kann nur so effizient sein wie die Daten, auf denen es basiert. Und die Daten, für dieses, die als Basis des Managements dienen sollen, die stammen aus dem Wolfsmonitoring. Ist das bundesweit einzigartig oder haben andere Bundesländer das auch? Ja, in jedem Bundesland gibt es ein Wolfsmonitoring. Wolfsmonitoring oder Wolfsmanagement ist Ländersache hier in Deutschland. Und das, was einzigartig ist, ist, dass eben hier in Niedersachsen das Monitoring durch Jäger durchgeführt wird. Seit 2011 haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, über welche die Landesjägerschaft mit dem Monitoring der freilebenden Wölfe betraut wurde. Also sprich Sichtungen, Losungen, Spuren, all das wird genau gemeldet. Sichtungen, Losungen, Spuren, Fotofallen natürlich. Es gibt ja kaum mehr ein Jagdrevier, wo keine Fotofallen hängen. Ne? Also wir Jäger machen ja auch schon seit über 30 Jahren über die Wildtiererfassung das Monitoring vieler anderer Wildtierarten. Und da hat man sich gedacht, es wäre eine tolle Sache, wenn wir dann eben auch den Wolf in unser Monitoringprogramm aufnehmen und selbstverständlich natürlich auch, um eigene Zahlen, Daten, Fakten zu haben, ne? Mit denen wir arbeiten können. Wir wissen, der Wolf ist ein konfliktträchtiges Tier. Er steht auch zum Teil zur Konkurrenz mit uns Jägern. Und
damit wir eben vernünftig Öffentlichkeitsarbeit betreiben können, vernünftige Verbandspolitik betreiben können, ist es für uns eben extrem wichtig, da eben noch vernünftige Daten aus erster Hand zu haben. Apropos Konflikte, da sind wir schon direkt im Thema drin. Zu was für Konflikten kommt es mit Nutztierhaltern und Jägern und ab wann ist ein Wolf ein Problemwolf? Ja, also Konflikte, die Hauptkonflikte sind natürlich die Nutztierrisse. Ne? Wann kommt es da zum Konflikt mit dem Nutztierhalter? Natürlich dann, wenn es eben den ersten Übergriff gegeben hat, bei dem dann ein Tier oder mehrere Tiere getötet wurden. Das hat natürlich viele Auswirkungen. Erstmal schon emotional für den Nutztierhalter, weil das Bilder sind, die man nicht zwingend auf seiner Weide vorfinden will. Es hat aber auch natürlich finanzielle Auswirkungen. Der Schaden, der angerichtet wurde, der hat eine gewisse finanzielle Summe, die dann eben weg ist. Und die Herausforderung ist dann, wie gehe ich jetzt in Zukunft mit dem Thema um? Ich meine, in der Regel hat man ja dann noch ein paar lebende Tiere dieser Herde da, die durch den Angriff natürlich geschädigt sind. Die haben dann zum Beispiel, haben wir bei den Schafhaltern dann oftmals Verlammungen, wenn die trächtig waren. Die Herde wird deutlich schwerer handelbar, weil die eben durch diesen Stress, den die hatten, oftmals eben dann wirklich schwer noch zu handeln sind, für Zucht manchmal unbrauchbar sind. Das sind dann noch die Folgeschäden, die man hat, die überhaupt nicht zu beziffern sind, weil man die schlecht erfassen kann. Und dann kommt es noch, wie schütze ich meine Schafe in Zukunft? Genau. Das heißt, Herdenschutz installieren und weiterhin in ständiger Angst leben, dass eben wieder mal was passieren kann. Denn den perfekten Schutz gibt es nicht. Den perfekten Schutz sehen wir vielleicht hier. Das sind diese hohen Zäune, aber im Freiland unter Praxisverhältnissen, in der Schafhaltung, ist das kaum möglich. Das ist schon oftmals schwierig. Aber bringt so ein Wolfszaun überhaupt was? Der muss mindestens 1,20 hoch sein. Wir stehen hier vor, ich weiß nicht, 3,50 Meter hohen Zäunen. Also ja, der Wolfszaun, den wir draußen empfehlen, den der Nutzerhalter aufbauen kann, das ist natürlich ein Kompromiss. So ein Kompromiss zwischen dem, was in der Praxis gerade noch so umsetzbar ist und was eben einen höchstmöglich vertretbaren Schutz dann auch bietet. Ich meine, auf die 100% wirst du niemals kommen. Du wirst deine Schafe nie zu 100% schützen können. Aber du kannst schon einiges machen. Ne? Aber, ja, man kann einiges machen, aber kann man es auch umsetzen? Das ist die Schwierigkeit. Frage. Und arbeitstechnisch, die Zäune müssen ja auch, der Aufwuchs muss kurz gehalten werden, damit nichts in den Strom, also der Strom nicht abgeleitet wird. Genau, also der finanzielle Aufwand, allein schon der Beschaffungsaufwand ist schon enorm zum Teil. Und dann hängt natürlich vieles von der Fläche ab, die du hast. Ist das überhaupt da umsetzbar, was ich da machen will? Wenn ich jetzt am Deich bin und da der Deichverband, der Wasserverband, die haben alle unterschiedliche Regelungen. Manche verbieten die Zäunung von Deichen. Das heißt, der wurfsabweisende Zaun, der fällt da schon grundsätzlich weg. Ne? Aber wenn du so sagst, den hundertprozentigen Schutz gibt es gar nicht. Und man hört ja auch immer wieder, dass die Wölfe die Zäune überwinden. Ist damit die Offenlandhaltung von Schafen, Rindern, Pferden eigentlich vorbei? Ja, schlussendlich muss das ja jeder für sich selber entscheiden, inwiefern er das Risiko eingeht. Wenn man einen vernünftigen Schutz umsetzt und das auch machen kann, also immer unter der Prämisse, kann ich das überhaupt handeln? Habe ich die finanziellen Mittel dafür? Habe ich die Kapazitäten dafür? Weil der Aufwand ist ja enorm. Wenn man das vernünftig umsetzen kann, dann ist es möglich, seine Schafe, seine Tiere relativ effizient zu schützen. Das Problem ist dann, wenn man Wölfe hat, die vermehrt eben es auch gelernt haben, solche gute Schutzmaßnahmen zu überwinden, dann ist man natürlich mit den besten Schutzmaßnahmen auch zum Teil aufgeschmissen und da muss der Staat dann eben eingreifen. Ist das so, dass die Wölfe sich darauf einschießen, auf Schafe, Rinder oder Ponys? Ja, also direkt können wir das anhand der Datenlage noch nicht sagen. Also in den meisten Fällen ist immer noch bilden Wildtiere immer noch die Hauptnahrung des Wolfs. Weil ansonsten hätten wir ja jeden Tag 20, 30 Nutztierschäden. Das haben wir ja nicht. Der Wolf hat das Muffewild in einigen Teilen Deutschlands komplett ausgerottet. Welchen Einfluss hat der Wolf auf das heimische Wild? Das Muffelwild ist ursprünglich auf Sardinien und Korsika heimisch und wenn es da eben von Raubtieren gejagt wird, dann flüchtet es in steile Felswände. Diese Felswände findet das Muffelwild natürlich hier in Niedersachsen kaum vor und deshalb stellt es für den Wolf eine ganz leichte Beute dar.
Das Muffelwild, das fliegt dann 50 bis 100 Meter, bleibt dann stehen, rottet sich zusammen und dann hat der Wolf natürlich leichtes Spiel. Das ist eben dann ein Punkt, wo das Muffelwild ganz, ein ganz klarer Verlierer ist bei der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland. Viele andere Wildtierarten sind natürlich mehr oder weniger gut auf einen Prädatoren wie den Wolf eingestellt, was aber jetzt nicht heißt, dass sich gar nichts ändern wird. Klar, wenn der Wolf Wildtiere frisst, gibt es natürlich auch zum Teil weniger Wild dadurch. Und man wird natürlich große Auswirkungen je nach Wildart bemerken, was jetzt Verteilung und auch das Verhalten der Einzelnen. Wie verhält sich denn zum Beispiel Rehwild oder Rotwild, wenn der Wolf jagt im Revier? Die Tiere können natürlich deutlich heimlicher werden. Sie reaktivieren ihre Feindvermeidungsstrategie, die ist ja nicht verloren gegangen, die ist ja instinktiv immer noch da. Nutzen sie ja auch manchmal sehr erfolgreich gegenüber uns Jägern. Und diese Allerweltsarten wie Rehwild, die werden jetzt nicht groß vertrieben. Die sind immer noch da, werden natürlich im Bestand etwas reduziert, passen aber ihr Verhalten an. Also Tagesaktivität kann sich verschieben, die Rehe können sich vielleicht mehr aufs offene Feld verschieben. Weil sie dort besser sichern können? Genau, weil sie da auf große Distanz schon besser sichern können oder sind allgemein deutlich heimlicher. Das sind alles Verhaltensänderungen, die bislang beobachtet wurden. Ob sie da jetzt in allen Fällen immer ein direkter Zusammenhang steht, ist natürlich unklar. Wir können nicht alles wissen. Aber das sind eben so Anpassungen, die dann natürlich mit der Rückkehr solchen großen Raubtiers sich mit sich bringen. Und dann haben wir Tierarten wie das Rotwild, welches ja nicht überall vorkommt in Niedersachsen, welches in großen Rudeln vorkommt und welches ja sowieso sehr empfindlich gegenüber Änderungen oder Störungen ist. Bei denen kann es natürlich eher dazu kommen, dass sie dann sich großräumig komplett anders verteilen, dass sie in manchen Revieren nicht mehr vorkommen, dafür aber in anderen Revieren wieder vorkommen. Und je nachdem, wie stark der Druck dann eben gerade vor Ort ist, werden die natürlich auch zahlenmäßig dann reduziert. Und zieht das Rotwild zum Beispiel jetzt wieder zurück, wenn der Wolf nicht mehr im Revier jagt? Oder bleiben die dann dauerhaft aus den Revieren weg? Das wissen wir natürlich nicht. Ne? Der Wolf ist vielerorts nicht mehr wegzudenken. Es ist unwahrscheinlich, dass er von selbst wieder irgendwo verschwindet. Von daher wird es diese diese Bewegung auf der Fläche wahrscheinlich die ganze Zeit geben. Und es wird unheimlich schwer sein, das immer auf genaue Ursachen zurückführen zu können. Aber der Einfluss des Wolfs ist sicherlich immer da. Das ist klar. Ja. Wie jagen die Wölfe? Wonach gehen sie? Ja, die Wölfe jagen eben die Tiere, die sie erbeuten können. Natürlich auch nach Effizienz. Für einen Wolf ist es effizienter, jetzt ein Tier in Größe eines Schafs oder eines Rehs zu jagen und zu fressen, als jetzt Mäuse zu fangen. Ja. Das ist deutlich effizienter, weil deutlich mehr dran ist und der Aufwand, ja, der ist dann an das Ergebnis angepasst. Ne? Geraten die Wölfe in so eine Art Blutrausch? Weil man hört ja, es wird ja nicht immer nur ein Schaf getötet, sondern ja immer gleich mehrere. Ja, viele nennen das gerne Blutrausch. In der Wissenschaft nennen wir das Surplus Killing. Das ist nichts anderes als der Wolf, der im Hühnerstall kleines Massaker quasi anrichtet. Das sind gar keine schönen Bilder. Gerade das sind so diese Extremfälle, wo dann viele Leute extrem am Verzweifeln sind, was absolut verständlich ist. Aber wenn der Wolf in eine Herde reinkommt und die Zäunungen sind ja meistens so aufgebaut schon, dass die Schafe dann nicht rauskommen. Und der Wolf, der hat, nachdem er das erste Tier gefasst und getötet hat, und da laufen ständig noch Tiere vor ihm rum, dann kann er einfach instinktiv nicht anders, als den hinterher zu jagen und weitere Tiere zu töten. In der Natur ist es anders. Wenn jetzt ein Rudel Rotwild angreift, dann schnappt er sich einen Kalb im Idealfall. Und bis er das getötet hat, ist der Rest der Tiere schon über alle Berge. Du hast es ja eben angesprochen, dass für die Nutztierhalter diese Bilder wirklich grausam sind und auch manche die Haltung ganz aufgeben und eben an ihre Existenzen gehen. Warum polarisiert der Wolf so? Warum kommt es zu solchen Konflikten mit Wolfsschützern? Ja, der Wolf ist natürlich der Vorfahre unseres Hundes. Viele Menschen sind ja Hundehalter und der Hund ist ja, oder der Hund ist der beste Freund des Menschen, sagt man ja immer.
Also da gibt es ja schon eine gewisse Verbindung. Ich kenne auch kaum Menschen, die jetzt Hunde nicht irgendwie toll finden, in welcher Hinsicht auch immer. Und ja, die setzen den Wolf dann auch gerne mal dem gleich. Um nochmal zurückzukommen auf die Wolfsschützer. Ich habe jetzt auch gehört, oder man liest ja immer wieder, dass sie sogar nach Wolfsrissen kommen und die Zäune prüfen, ob das alles so den Vorschriften entspricht und die Landwirte dann auch anschwärzen. Wohin geht die Reise bei diesen Konflikten? Ja, das ist natürlich ein großes Problem, was wir haben, dass wir eben ja, radikale Wolfsschützer haben. Ich meine, nicht jeder, der Wölfe mag, ist auch automatisch radikal, aber es gibt ein paar Leute, eben, die treiben es da dann ein bisschen zu weit und versuchen dann mit aller Macht, ihr Lieblingstier, den Wolf, zu schützen. Und Nutztierschaden, der mit dem Wolf in Verbindung gebracht wird, bedeutet für die oftmals automatisch, dass diesem Wolf demnächst ein Haar gekrümmt werden könnte. Ne? Und daher versuchen die erstmal die Schuld beim Nutztierhalter oftmals zu suchen. Das heißt, der Nutztierhalter hat es nicht hingekriegt, vernünftig zu schützen. Ja. Er ist zu faul, zu blöd. Mit solchen Sprüchen wird man da konfrontiert. Das ist dann auch eine emotionale Belastung. Ne? Nicht nur die toten Tiere, die er sehen muss, dann der ganze Shitstorm. Genau, es ist das ist eine emotionale Belastung. Es ist aber auch die ganze Umstellung ist eine Belastung. Man kann nicht von heute auf morgen seinen kompletten Betrieb umstellen. Das Thema Wolf ist eine Generationensache. Das geht nicht so einfach von heute auf morgen. Man kann auch nicht erwarten, dass wenn man in einer Branche wie der Schafhaltung, wo es ja sowieso finanziell nicht so ganz einfach ist, dass man da von heute auf morgen seinen Betrieb komplett umrüstet mit den neuesten Zäunen, die deutlich teurer sind als das, mit dem man schon seit 30, 40 Jahren lang gewirtschaftet hat. Und das ist die Erwartungshaltung, die eben von radikalen Wolfsschützern eben da ist, dass die Betroffenen sich so schnell wie möglich an die Situation anzupassen haben und der Wolf eben über allem in dem Moment steht. Ja, und alles andere muss sich unterordnen. Das Gefühl hat man auf jeden Fall, ja. Es gibt ja noch die Möglichkeit zu einer Ausnahmegenehmigung für den Abschuss. Der Wolf ist ja ein streng geschütztes Tier, also es bedarf einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung, um einen Wolf, einen Problemwolf, zu entnehmen. Ja. Wie oft ist das schon passiert? Ja, in Niedersachsen hat es ja jetzt in der letzten Legislaturperiode mehrere Fälle gegeben, wo Wölfe aufgrund ministerieller Anordnung oder aufgrund der Anordnung durch die zuständige Unter- und Naturschutzbehörde dann eben zur Entnahme freigegeben wurde per Ausnahmegenehmigung. Und da hat es eben dann auch mehrere Entnahmen gegeben. Und hat das einen Effekt erzielt? Ja, es ist in manchen Fällen hat man tatsächlich beobachten können, dass es kaum mehr Risse gab oder gar keine Risse mehr, obwohl da nicht das schadensträchtige Tier entnommen wurde. Gut, man kann jetzt natürlich hinein philosophieren, ist das jetzt ein Zufallseffekt oder hat diese Entnahme eines Verwandten tatsächlich dazu geführt, dass jetzt die schadensträchtigen Tiere von den Nutztieren abgelassen haben. Es gibt aber auch andere Ecken, da hatte es keinen Effekt. Also man kann jetzt nicht direkt anhand dieser wenigen Ausnahmen bestätigen, dass das tatsächlich ein großen Effekt hatte. Das bleibt weiter zu beobachten. Es ist extrem schwierig, unter Freilandbedingungen das vernünftig erforschen zu können. Dafür wäre deutlich mehr Forschungsaufwand notwendig. Fördergelder dafür gibt es wenige oder kaum. Und wenn man mal was kriegt, dann reicht das meistens nicht aus, um große Projekte zu machen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem des heutigen Tierschutzes. Der Tierschutz ist inzwischen so hoch, dass Freilandforschung oder invasive Forschung an freilebenden Wildtieren extrem schwierig ist. Also die Hürden, um da eben entsprechende Genehmigungen zu erhalten, die sind wirklich so hoch, dass ja, erheblicher kapazitärer Aufwand notwendig ist, um überhaupt mal da einige Hürden zu meistern. Und bis dahin ist dann schon so viel Geld verschlungen, was man eigentlich an anderer Stelle deutlich besser einsetzen könnte. Jetzt ist es ja so, dass die Jäger, die den Abschuss durchführen, ja wirklich in den sozialen Medien oft mit Leib und Leben bedroht werden. Es werden Schrauben ausgelegt, die Jagd wird massiv behindert, die Leute werden bedroht. Die Politik hat jetzt auch beschlossen, dass die Ausnahmegenehmigung öffentlich bekannt gegeben wird und auch in welchen Revieren wann die Jagd durchgeführt wird, in welchen Revieren.
Was rät die LJN den Jägern zu tun? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, dass eben solche Namengenehmigungen im Vorfeld veröffentlicht werden. Das ist natürlich sehr ungünstig und nicht förderlich für den Erfolg der Maßnahme. Schlussendlich muss der einzelne Jäger selber entscheiden, ob er sich jetzt dann daran beteiligt oder nicht. Ne? Kann er sich schützen, auch rechtlich? Naja, er sollte sich auf jeden Fall, wenn er sich an sowas beteiligt, im Vorfeld vernünftig darüber informieren, was das für ihn bedeuten kann. Im Zweifel eben dann rechtlichen Rat einfordern. Ne? Es ist besser, sich im Vorfeld vernünftig zu informieren, als jetzt dann im Nachgang eben die Probleme eventuell zu haben. Ne? Was sollte allgemein passieren, um die gesellschaftliche Akzeptanz des Wolfes zu sichern? Ja, also die Akzeptanz des Wolfs ist natürlich das A und O, wenn wir auf Dauer mit dem Wolf hier in Koexistenz leben wollen. Und das ist natürlich die Anforderung des deutschen und europäischen Rechts, dass das auch so passiert. Und ja, wichtig ist aus unserer Sicht absolut diese sachliche Information der Öffentlichkeit über das Thema. Also weder Verherrlichung noch Verteufelung des Wolfs. Einfach den Wolf als das darstellen, was er ist. Als ein Tier, was eben aus dieser Landschaft stammt, was eben von allein wieder hierher zurückgekommen ist und was eben auch in diesem Lebensraum ganz gut zurechtkommt. Aber die Konflikte, die das Ganze mit sich bringt, auf die muss man auf jeden Fall sachlich eingehen und eben auch vernünftige Lösungsvorschläge haben oder Managementmaßnahmen haben, um eben diese Konflikte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Also dabei müssen nicht nur ökologische, sondern eben auch sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden. Niedersachsen hat aktuell 44 Wolfsrudel. Und die Konflikte sind da, darüber haben wir gerade gesprochen. Warum ist es nicht möglich, dass wir eine Schutzjagd nach dem Beispiel von Schweden, wo gerade 75 Wölfe zum Abschuss freigegeben worden waren, warum wir nicht ähnlich ein aktives Wolfsmanagement betreiben können? Ja, das ist schlussendlich eine rechtliche Sache und vor allem eine Interpretation des geltenden Bundes- und EU-Rechts. Schweden beruft sich dabei natürlich auch auf Ausnahmetatbestände, also Ausnahmen nach Artikel 16 FFH-Richtlinie. Und wenn man eben eine solche Ausnahme erteilt, muss vorher eben eine Risikoabwägung stattfinden. Also was für einen Einfluss kann eben diese Entnahme oder diese Entnahmen auf den Status der Population haben. Also ist jetzt diese Entnahme gefährdend für die Erreichung der FFH-Ziele, das heißt die Population langfristig im guten Erhaltungszustand zu halten. Und da hat Schweden sich eben selber Schwellenwerte gesetzt, indem sie eben definiert haben, dass ein Mindestbestand von 300 Wölfen ausreichend dafür ist, die Population in Schweden langfristig zu sichern und zu erhalten. Und wenn die dann eine Risikoanalyse machen und die eben ergibt, dass eben dieses Minimum von 300 Wölfen nicht unterschritten wird durch die Maßnahmen im Rahmen der Ausnahmegenehmigung, dass die Population dadurch nicht gefährdet wird. Und damit rechtfertigen die eben diese Schutzjagd, die sie dann durchführen. Okay. Ne? Wir in Niedersachsen haben wir ja allein schon mehr Wölfe als dann im ganzen Land Schweden. Genau, also die Interpretation der Rechtslage ist in Deutschland dann in vielerlei Hinsicht anders. Hier geht man ja davon aus, dass sie deutlich mehr Wölfe benötigen, um auch langfristig den Schutz der Tierart sichern zu können. Und daher fällt die Risikoanalyse dann in vielen Fällen deutlich ungünstiger aus. Und die Wolfspopulationsstudie, die der ehemalige Umweltminister Olaf Lies bei der BOKU Wien in Auftrag gegeben hat und die letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat ja eigentlich angegeben, dass der biologische Mindestbestand in Niedersachsen erreicht sei. Das reicht aber nicht für ein aktives Management? Ja, also der biologische Mindestbestand ist in Niedersachsen oder sagen wir einfach mal in Deutschland sicherlich erreicht. Ne? Es hängt natürlich immer davon ab, was für Schwellenwerte man für sich selber definiert als Bundesregierung. Die entsprechen eventuell eben nicht dem, was ökologisch sinnvoll ist. Und
Und daran scheitert es dann eben oft. Ne? Mhm. Wenn man sich eben Werte setzt, die, ja, die vielleicht nicht realistisch sind und daran orientiert, dann kann das eben Prozesse vereinfachen oder erschweren. Ne? Und im Falle des Wolfs in Deutschland ist das eher die Erschwerung dann. Ne? Wir haben im Gespräch festgestellt, dass die gesellschaftliche Akzeptanzgrenze des Wolfes in Teilen durchaus erreicht ist. Die Wolfspopulationsstudie hat jetzt ergeben, dass die Kapazitätsgrenze der Territorien in Niedersachsen erst 2030 erreicht wäre. Worauf müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass um das Jahr 2030, kann auch mal später sein oder im Frühjahr, die ökologische Tragfähigkeit des Wolfs hier in Niedersachsen erreicht ist, also dass dann die Lebensraumkapazität erreicht ist, aufgrund rein ökologischer Faktoren. Also heißt, das, was der Lebensraum hergibt an Nahrung, Reviergröße etc., dass dann eben ökologisch eine Obergrenze erreicht ist. Aber in der Kulturlandschaft, in einer solch intensiv genutzten Kulturlandschaft, wie wir leben, spielen ja nicht nur ökologische Aspekte eine Rolle, sondern eben auch natürlich unsere sozioökonomischen Interessen. Also heißt eben die Wölfe, die durchs Dorf laufen, die Wölfe, die Nutztierschäden verursachen, die Konflikte, die das ganze Thema mit sich bringt, auch Konflikte mit dem Naturschutz, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, wo eben die Beweidung des ältesten Naturschutzgebiets Deutschlands eventuell in Gefahr geraten könnte. Oder der Deichschutz. Der Deichschutz natürlich, wo an 1,1 Millionen Menschenleben dranhängen. Das sind alles Aspekte, die auch zu berücksichtigen sind. Es geht nicht nur um Ökologie beim Wildtiermanagement. Man sagt immer, Wildtiermanagement ist zu 90% Menschenmanagement und zu 10% Wildtiermanagement. Beim Wolf ist das ähnlich. Wir müssen natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben. Wir müssen sehr viel Konfliktmanagement betreiben, also eben Präventionsmaßnahmen fördern, Nutztierschäden ausgleichen und aber eben auch die Konflikte so behandeln, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft weiter erhalten bleibt. Und dazu gehört dann eben auch, dass eben konfliktträchtige Tiere entnommen werden aus der Population, sprich getötet werden. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Raul, und auch dafür, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Wie ihr euch verhalten sollt bei einer Nahbegegnung mit einem Wolf, erfahrt ihr in einer nächsten Folge von Wir Jäger in Niedersachsen. Wenn ihr auch einmal Teil einer Folge werden wollt, bewerbt euch bei jäger.dlv.de und wenn ihr mögt, liked und kommentiert uns auf Instagram. Hodo!